Sie sind hier exklusiv nach exklusiven Sport1-Informationen wechselt Hoffenheims Joel Linton nach dieser Saison in die Premier League. Für 1899 wird es ein neuer Rekordverkauf. Wechselhammer in der Bundesliga. Nach exklusiven Sport1-Informationen wechselt Hoffenheims Joel Linton nach dieser Saison zu Newcastle United. Kostenpunkt rund 60 Millionen Euro Ablöse. Damit wäre der 22-jährige Brasilianer Rekordverkauf der Hoffenheimer. Diesen hält bisher Roberto Firmino, der 2015 für rund 41 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool wechselte. Interessant, sowohl Firmino als auch Joel Linton werden von der Agentur Rogon vertreten. Seit Wochen Verhandlungen mit Joel Linton. Sport 1 erfuhr, dass die Verhandlungen mit den Magpies Anfang kommender Woche abgeschlossen werden sollen. Bereits seit Wochen laufen die Verhandlungen mit dem Stürmer. Der Wechsel soll auch über die Bühne gehen, sollte Newcastle aus der Premier League absteigen. Derzeit ist das Team von Trainer Rafael Benitez nur Tabellen-16. Joel Linton schafft Durchbruch bei 1899. Warum Joel Linton? Der bullige Angreifer schaffte in dieser Saison den Durchbruch unter Julian Nagelsmann. In bislang 28 Pflichtspielen traf er bereits 10 Mal, gab dazu 8 Assists. Erst Ende vergangenen Jahres verlängerte er seinen Hoffenheim langfristig bis 2022. Kurze Zeit später begannen jedoch schon die Verhandlungen mit den Engländern, die nun vor dem Abschluss stehen. Nach Sport1-Informationen ist auch Hoffenheims Supertalent Dennis Geiger heiß begehrt. Vereine aus der Premier League und etliche Bundesligisten haben den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler auf dem Radar. Punkt. In Hoffenheim besitzt er noch einen Vertrag bis 2022.